Ich freue mich auf diesen neuesten Part Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020. Die Jubelbatterie ist fast voll. Wir machen weiter am Tsurigasaki Surfstrand. Gesundheit auf jeden Fall. Und mal sehen, wer hier ist und was es für eine Disziplin ist, wie die sich äußert, das Surfen. Let's go, Leute. Wo sind wir denn hier? Willst du beim Surfen zusehen? Der Tsurigasaki Surfstrand ist ein ganzes Stück von Tokio entfernt, aber ich bin froh, dass ich hergekommen bin. Die Olympischen Surfwettbewerbe finden an einem ganz besonderen Strand statt. Der offizielle Name lautet Tsuri... Irgendwann habe ich es falsch, ne? Irgendwann verspreche ich mich mal. Tsurigasaki Surfstrand, doch er hat auch einen Spitznamen. Wie lautet dieser? Die Küste der... Wellen. Wie blöd. Surf Dojo, ja Alter. Ein Dojo ist eine Anlage, wo Wettkampfsportarten wie Karate trainiert werden. Im Surf Dojo wird also Surfen trainiert. Kann man so sagen. So, da darf ich nicht so... Hey, ich darf kein Shopping betreiben, Alter. Da bin ich mal in Tokio und darf da nicht irgendwie mal... Oh, sieht der Hot Dogs, Alter. Die Spieße. Da irgendwas mit Ketchup. Ich mache nur Spaß. Hallo? Das hier ist nicht Tokio, sondern ein Gebiet namens Präfektur Chiba. Nein, das ist Tokio. Punkt. Der Tsurigasaki Surfstrand ist bei Surfern aus aller Welt beliebt. Ich bin Omochao. Ich kann fliegen, aber ich bin keine Drohne. Jetzt stellst du dich vor. Jetzt stellst du dich vor? Ist bei mir sogar irgendwie der Bildschirm schwarz geworden. Hör auf den Tisch zu hauen. Hast du schon von Karaoke gehört? Es ist eine Art Unterhaltung, die in Japan erfunden wurde. Nee, noch nie gehört. Eine Art Unterhaltung? Als ob man nicht weiß, was Karaoke ist. In der Bucht von Tokio gibt es keine guten Wellen, aber hier gibt es umso tollere. What you say? Ich habe das Essen mit Stäbchen geübt, bevor ich nach Japan gekommen bin. Sie sind wirklich praktisch. Ich finde nicht. So Messer, Gabel, Löffel halte ich für besser als Stäbchen. Oh, Rosie! Guck dich an, Rosie schwebt sogar schon vor Aufregung. Aber die Aussicht ist auch nett, oder? Gut gemacht, die Aussicht so mit den Segelbooten und dem großen Tanker da. Hier darf ich ein bisschen shoppen und ein bisschen einkaufen, ja. Nicht vollmampfen. Nee, ist auch nur Deko. So ein Ärger. So ein Ärger. Okay, Rosie. Gucken wir doch mal, was sie zu sagen hat. Die will hier surfen? Cool. Hallo. Wow, es ist der Ozean, so groß und weit. Ich fühle mich hier großartig. Oh, yeah. Luigi und Tails, ich habe von euren Aktivitäten gehört. Oh. Wenn ich es richtig verstehe, ladet ihr eine spezielle Batterie auf, um Mario und Sonic zu retten. Sicher? Ja, so ist es. Die Batterie ist schon fast vollständig aufgeladen. Wirklich? Nun, möchte dann vielleicht hier jemand im Surfen gegen mich antreten? Das ist unfair, wenn du fliegen kannst. Du kannst gar nicht runterfallen. Die Zuschauer hier werden sicher begeistert. Alle drei. Ja, wenn jemand Rosalinas Können gewachsen ist, werden die Zuschauer bestimmt ganz aus dem Häuschen sein. Packen wir es an. Oh nein. Sieht mal, das ist der Ozean. Ja, ich liebe es hier am Strand. Es erinnert mich an unsere Tropeninsel. Kannst du zufällig gut mit dem Surfboard umgehen? Und wenn ja, würdest du gerne mit mir im Surfen antreten? Das wäre sicher ein toller Wettkampf. Schade, dass wir nicht Funky Kong dabei haben, oder? Da hätten wir instant gewonnen. Wow, das wird ein genialer Wettkampf. Wir werden von den Zuschauerrängen aus zusehen. Bringt die Leute zum Jubeln. Laola, wuhu. Nein, DK, ich mach doch nur Spaß. Warte nur ab, sie werden vor Begeisterung ausrasten. Da kommen ein paar tolle Wellen, die Zuschauer werden ausflippen. Okay. Wie funktioniert der Shit? Obwohl, ich glaube, das hatten wir in der Demo mal gesehen, ne? Führe Tricks vor, um Punkte zu holen. Die Wertung der Teilnehmer basiert auf den Gesamtpunkten, die sie innerhalb des Zeitlimits holen. Drücke A, um auf eine Welle zu paddeln. Wellen sind unterschiedlich hoch und lang, also such dir eine gute aus. Neige Control-Stick links und rechts, um in diese Richtung zu steuern. Drücke A, um einen Lufttrick auszuführen. Die Art des Tricks hängt davon ab, in welche Richtung du den Control-Stick bewegst. Wenn die Superkraftanzeige voll ist, dann unbedingt R drücken, Digga. Und danach A.
Boah, alles Weitere lass mal auf mich zukommen. Wird schon nicht so wild sein wie das Volleyball im Retro-Style, ne? Wird nicht so wild sein wie Volleyball. Schlimmste habe ich überstanden. Hier riecht's nach nassen Affen. So, erstmal paddeln mit A, ne? Und dann... Dann geht's ab. Dann nehmen wir es mal so und dann let's go! Perfektes Timing! So will ich das sehen hier. Zu spät, okay. Welle zu Ende. Das war aber eine sehr kleine Welle. Sag mir nicht, die zählt schon. Okay, nächste Welle. Ah, das sieht so ganz nett aus. Der Sonic-Ballon, der gefällt, der gefällt. Bonus für einen neuen Trick, jawohl. Nicht immer dasselbe. Ja, so bam. Oh, Alter. Als wüsste ich, was ich hier tue. 100.000 Punkte erreicht. Ich glaube, das ist okay. Eine geht noch. Eine geht noch rein. So, und ich habe die Anzeige voll. Jetzt wird gleich richtig die Luzi abgehen. Ich habe nicht mehr drauf geachtet. Und jetzt R. Donkey! Banana! Bonus für neuen Trick, jawohl! Und Backside Crab und hast du nicht gesehen? So sieht's aus hier. Klappe, die Welle ist zu Ende, wenn ich das sag. Oh, das waren viel mehr, direkt 300.000. So, und wie lange muss das gehen? Wie lange soll ich das machen? Jetzt ist gut, oder? Also Surfen sieht ja immer nach einer super coolen Sache aus, keine Frage, aber ich glaube, ich würde das niemals gebacken kriegen. Einfach weil, ja. Weil man fällt zu schnell auf die Freezen, oder? Da geht die Zeit down, aber ich habe hier einiges, ne? Einiges. Ob da Rosalina mithalten kann, perfekte Sprünge, höchste Combo. Also Kombos haben wir keine, aber sonst waren wir akzeptabel. Unterm Strich würde ich sagen, kotzgrenzwertig. Oh, aber knapp! Ich hatte jetzt überhaupt keine Vorstellung, ob die 20.000 Punkte hat oder 3 Millionen. Wir waren wirklich nur hauchzart gefühlt vor Rosie. Aber weißt du was? Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Für neue Tricks bekommst du Bonuspunkte. Yo. Kannst nicht immer denselben Scheiß machen. Vielfalt, Digga, Vielfalt. Und Surfen ist olympisch? Man lernt nie aus. Ja. Und die Jubelbatterie ist voll! Sieh mal, die Batterie ist voll. So will ich es sehen. Ja, wir haben die Jubelbatterie endlich voll aufgeladen. Was habt ihr denn gedacht, was passiert, wenn Rosalina und ich surfen? Sicher? Das nervt mich so ab, ne? Sicher? Mario und Sonic brauchen euch. Ich bin sicher, dass ihr sie retten könnt. Sicher? Luigi, wir müssen uns beeilen. Kehren wir zum Olympiastadion zurück. Es bleibt bestimmt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen sofort die Batterie wechseln. Nice, voll aufgeladen. Was geht? Du kannst jetzt im Surfen Rosalina einsetzen. Ja, moin. Schon wieder ein Wechsel? Okay. Okay, Kapitel 18, der Weg zurück. Letztes Kapitel? Vielleicht? Man weiß es nicht. Großartig, wir sind auf einer Wellenlänge. Wir treffen uns am Nationalstadion, dem Startpunkt des Marathons. Ja, bitte? Rede? Wir müssen es schaffen, bevor die Batterie leer ist. Los, beeilen wir uns, Mario! Die Batterie hält aber ganz schön lang, muss ich sagen. Wisst ihr, wie lange die schon leer ist? Hier gibt's noch eine Karte. Alle waren vom Sieg der japanischen Frauenmannschaft im Volleyball bei der Olympiade von 1964 sehr überrascht. Wie lautete die Spitzname der Spitzname der Mannschaft? Der japanischen Volleyball-Frauenmannschaft von 1964? Das weiß ich natürlich, das waren die Pikachus. Die Hexen des Orients. Ja,
Japan ist ein Orient? Man bezeichnete sie als Hexen, da manche ihrer Techniken wie Magie wirkten, darunter die Japan-Rolle und der Hakenaufschlag. Volleyball haben wir ja fertig diskutiert, ne, das Thema. Ich bin froh, dass es vorbei ist, Volleyball. Okay, Marathon, die letzte Disziplin hier im Nationalstadion, im Retro-Style. Kann schon sein, also ich bin gespannt, wie das noch zu Ende geht hier, der ganze Schinken. Seht euch die Läufer an, die ist schon zum Start... Was? Die schon zum Start bereit sind. Sie können es gar nicht erwarten, loszulegen. Mario und Sonic, nehmt ihr auch am Marathon teil? Na klar. Alle freuen sich darauf, am letzten Wettkampf der Olympischen Spiele teilzunehmen. Ich dachte schon, ihr kneift. Aber das seid ihr. Seid ihr bereit, unseren Sieg zu erleben? Dieses Rennen verlieren wir nicht. Dieser wird zwar schon beim ersten Mal nicht lustig. Hört nicht auf ihn, ich bin dein Rivale. In Sachen Ausdauer bin ich die Nummer 1. Ich könnte ewig laufen, ohne außer Atem zu geraten. Mir ist nicht bekannt, dass irgendeiner von den hier Anwesenden mal außer Atem kommt. Ich werde gleich nach dem Start mit voller Kraft loslegen. Bewundert die Macht des Königs der Koopas. Du nimmst also am Mario... Am Mario-Teil, Marathon? Na klar! König oder nicht, gegen Mario gewinnst du nie, wenn du direkt vom Start aus voll durchstartest. Du kannst noch so viel Ausdauer haben, wenn du dein Köpfchen nicht einsetzt, wird es nichts mit dem Sieg. Pah! Immer! Immer bist du so von dir eingenommen! Ich interessiere mich nicht für deine Meinung! Piep, piep! Es geht los! Du bist dran, Mario. Es geht gleich los. Denke daran, du musst auf deine Ausdauer achten. Ich bin sehr gespannt. Neige oben und unten, um dich zu bewegen. Jedes Mal, wenn du A drückst, erhöht sich dein Tempo. Jedoch leert sich auch die Ausdaueranzeige. Verstehe. Deine Ausdaueranzeige leert sich, wenn du gegen andere Läufer oder den Rand der Bahn stößt. Ach, das ist ein Minigame quasi. Wiederholter Kontakt kann dich zum Fallen bringen und kostet dich einiges an Ausdauer und Tempo. Am unteren Streckenrand erscheinen gelegentlich Wasserstationen, an denen du deine Ausdauer auffüllen kannst. Drücke hier B, um was zu trinken. Im Verlauf des Rennens werden sich die Läufer zusammenrotten. Laufe hinter einer Gruppe, um im Windschatten Ausdauer wiederherzustellen. Behalte deine Ausdaueranzeige im Auge. Du bist langsamer, wenn dir die Ausdauer ausgeht. Ja, das klingt gar nicht so verkehrt. Einige der besten Sportler der Welt sind hier. In der Menge sehen wir Mario. In der Menge sehen wir Bowser. Das Rennen hat begonnen. Das war nicht gut. So, wo ist meine Anzeige? Da oben, alles klar. Die werde ich mir schön einteilen. Das ist ja noch wichtiger hier. Bin ich letzter quasi? Was soll denn der Humbug? Merk schon, das ist... Oh, Alter, der Tod hat einen. Jeder Läufer hat seinen eigenen Rhythmus. Trotz einer Kondition... Okay, ich hätte viel mehr nehmen können. Das war nicht gut. Die Athleten teilen sich in Gruppen auf. Es ist empfehlenswert, sich in Windschatten zu halten. Ach so. Es ist empfehlenswert, sich im Windschatten zu halten. Alter! Oh Mann! Also ich habe wirklich das Gefühl, gar nicht so geil drauf zu sein hier. Ich probiere es das nächste Mal. Ich kann mein Windschatten-Team quasi auch vorspulen. Da liegt eine Bananenschale von DK. Also Bienen. Wie die Toads auch laufen, das ist total bescheuert. Oh, die anderen, die so krass aussehen, die haben bestimmt mehr Power, oder? Alle Teilnehmer laufen wie der Wind. Wir haben nicht mehr so viel. Wo ist Bowser? Langsam. Hoffentlich ist das Wasser in Reichweite. Sie sollten im Windschatten laufen, um Kraft zu sparen. Das war nicht. Trotz einer Kollision laufen sie weiter. Ich will's wissen. Oh, Vorsicht!
Vielleicht ist es ja auch so. Jawohl. Muss die richtigen Wässer nehmen. Sind bessere Wässer oder schlechtere Wässer. Hochkonzentriert. Ich würde ungern verlieren. Das Bowser! Als ob! Hä? Ich bin vor Bowser, aber was mit den anderen? Alter Schwede! Aber wir sind nicht Erster, was ist mit den anderen Spacken? Knapp vor Bowser. Eine coole Sache. LOL. Nur ein paar Millisekunden vor ihm. I like. Krasse Mucke. Gut gemacht, Mario. Der Lauf war echt Gold wert. Man muss wirklich besonders auf seine Ausdauer achten, wenn man, genau wie Sonic gesagt hat. Hehe. Oh, diese Nervensäge Mario. Er hat mir auch im Marathon die Goldmedaille weggenommen. Was man nicht hat, kann man einem nicht wegnehmen lassen. Beruhige dich, Bowser. Denk dran, wir sind auf diese Situation. Wir sind auf diese Situation vorbereitet. Jetzt haben wir die Chance, unseren Plan umzusetzen. Jetzt! Alle Goldmedaillen stehlen, ja? Ja, wir schnappen uns ihre Goldmedaillen. Krasser Plan, definitiv. Etwas ist schiefgelaufen. Ich sehe ihre Goldmedaillen nirgendwo. Was ist hier los? Unmöglich. Die beiden sollten ihre Goldmedaillen in der Hand haben. Mario, Sonic, geht es euch gut? Ach, hier sind übrigens eure Goldmedaillen. Der übelste geniale Plan. Eggman hat ja offiziell eine IQ von 300, ne? Man merkt es ihm aber nicht so richtig an. Ha, Pech gehabt, Dr. Eggman und Bowser. Ihr habt euch seltsam benommen, also haben wir vorsichtshalber vor dem Rennen unsere Goldmedaillen bei Toad gelassen. Oh, daran liegt es also. Es ist genau wie Sonic gesagt hat. Man braucht nicht nur Ausdauer, sondern auch Köpfchen. Mario und Sonic haben ihre Köpfchen benutzt. Sie haben erwartet, dass ihr etwas Mieses ausheckt, um die Goldmedaillen und die Goldmedaillen mir anvertraut. Sagst du etwa mir, dem einzigartigen Genie, dass ich meinen Kopf benutzen soll? Wie kannst du es wagen, noch Salz in die Wunde zu streuen? Bowser, wir brauchen einen neuen Plan. Wir haben hier viel zu bedenken. Wir verschwenden nur unsere Zeit. Es gibt noch einen Plan! Mir wird schon was einfallen. Dr. Eggman, gib jetzt endlich auf. Du verschwendest deine Zeit. Wie bitte? Denk an die Batterie. Während wir hier zanken, entleert sie sich immer weiter und dann verschwinden wir alle. Mario hat recht. Wir müssen uns auf die Rückkehr in die echte Welt konzentrieren. Warum könnt ihr eure Streitigkeiten nicht dort klären? Das ist äußerst erniedrigend, aber uns bleibt wohl keine andere Wahl. Ja, so sehe ich das auch. Außerdem verlieren wir hier die ganze Zeit. Das liegt bestimmt daran, dass wir so verpixelt sind. Mario und Sonic sind nicht verpixelt, nein. Ah, ja. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir erst wieder wie wir selbst aussehen, gewinnen wir mit Sicherheit. Na gut, wir nehmen euren Vorschlag an. Damit wird es also geklärt. Los geht's, Leute. Wir müssen zum Sockel der Feierschale hier im Nationalstadion. Ja, wird's das Finale heute? Oder was geht ab? Der Marathon ist ein langes Rennen, bei dem die Läufer über 2 Stunden lang rennen müssen. Die Zeit vergeht manchmal wie im Flug. Um welche Uhrzeit startet der Marathon bei den Olympischen Spielen 1964? 12 Uhr mittags. 13 Uhr, verdammt. Stell dir vor, du könntest während deiner Mittagspause beim Marathon zusehen und die Läufer anfeuern. Ach ja. Mehr nicht? Dann ab zum Sockel. Ja. Das ist er. Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Hier gehören also die Goldmedaillen hin. Ja.
Doppelpies. Und nu? Hä? Es scheint nichts zu passieren. Wird dadurch wirklich das geheime Programm ausgelöst? Ha, bezweifelst du etwa meine Programmierkünste? Oh, sieht man die Goldmedaillen! Jetzt geht's ab hier. Ja. Was? Was passiert da? Was zur Hölle? Jetzt sind sie schön pixelig da unten. Seht ihr die? Achtet auf die Hauptakteure. Ja, wunderbar. Mein geheimes Programm wurde aktiviert. Und die Batterie geht leer. Oh oh, im schlimmsten Augenblick. Wenn doch nur die Jubelbatterie voll wäre. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Nicht jetzt. Wir sind unserem Ziel so nah. Ja, mach doch irgendwas, außer rumzustehen. Hey, Dr. Eggman, ist das vielleicht euer Ende? Ja, ist es. Wir haben keine Zeit mehr. Die Batterie ist ausgeschöpft. Das ist das Ende. Bester Zeitpunkt. Und nu? Es kommt also noch ein Kapitel. Kapitel 19, Batteriewechsel. Gut. Sicher? Sicher? In Ordnung, wir sind bereit. Lasst uns die Batterie wechseln. Habt ihr die Jubelbatterie wirklich komplett aufgeladen? Das ist nicht einfach. Ja! Ha, ich bin beeindruckt. Wie ich sehe, ist sie voll geladen. Oh nein, die Batterie der Spielkonsole, sie ist fast entladen. Oh. Luigi, die Batterie ist so gut wie tot. Wir müssen sie sofort auswechseln. Ja, Moment. Tust du die alte Batterie raus? Das Gerät doch sowieso aus. Hä? Hey. Das ist irgendwie ein Fehler in der Matrix, Alter. Erst entferne ich diese alte Batterie. Ja. Sobald sie raus ist, musst du sofort die Jubelbatterie einsetzen, Luigi. Hey. Wenn der Wechsel zu lange dauert, ist alles verloren. Bereit, Luigi? Okay, haben sie so erklärt. Mein Gott. Hey. Panik. Oh, war etwa schlimm. Nee, jemand! Pause, bleib hier. Alles in Slow-Mo. Ah, ab, ich entle... Schnell, da, Licht. Kann nicht bewegen, muss schnell. Das ist das Ende. Geht zum Licht, müsst zum Licht. Jetzt voll flüssiger Ladevorgang. Luigi, jetzt! Hey. Weil die sich Zeit gelassen haben, ne? Ich weiß ja nicht, was noch passiert. Ma, oh, so, Nick. No, Tod stirbt. Wir schaffen, nee, keine Zeit. Du Eggman? Was? Nein, verschwinden, Batterie leer, Ende. Aber ein Pixel bleibt. Luigi braucht echt lang zum Wechseln, darf ich das so sagen? Diese Dramatik. Ende. Yeah.
Gut. Wir wollten den Effekt irgendwie benutzen. Ja. Was ist passiert? Hat es funktioniert? Ja, wir haben es geschafft. Ich weiß nicht, ob ich das Finale hier offensichtlich in zwei Parts splitte oder es ein großer Part wird. Ich bin selbst gespannt. Was ist gerade passiert? Ich dachte, wir wären erledigt. Vielleicht haben sie es geschafft, die Batterie der Spielkonsole rechtzeitig auszuwechseln. Dann ab nach Hause, oder? Das Licht, es ist heller. Na los, auf ins Licht! Dann sag doch immer, geh nicht ins Licht. Ja dann, tschüss! Olympische Spiele 1964. Es war was ganz Besonderes bei dir. Ich hab's sehr genossen. Außer Volleyball. Yeah! Schöne Zwischensequenz. Kurz, aber trotzdem schön. Da kommt tatsächlich noch was. Letztes Kapitel. Der letzte Showdown. Na gut. Vielleicht liege ich damit falsch, aber ich sag einfach mal hier, danke fürs Ansehen und dabei sein und bis zum nächsten Mal, wenn wir den Story-Modus beenden. Also, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Bis dann und ciao!